Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Es sollte eigentlich nicht sein. Man kann sich wirklich nur noch denken, ist das denn echt wahr, was gerade passiert? Denn die Impfquote in Deutschland, die ist ja eigentlich hoch, könnte man meinen. Wir haben alle Corona-Einschränkungen, die man sich nur denken kann, einmal vorwärts und rückwärts ausprobiert. Und dennoch heißt es jetzt wieder medial überall, die Lage wäre sogar viel schlimmer als letztes Jahr zur gleichen Zeit. Und man kann sagen, ganz Deutschland verfällt leider wieder in die altbekannte Karl-Lauterbach-Hysterie pünktlich zum Herbst-Winter. Dass diese ganze Panik und dieses ganze mediale Konstrukt eines wahnsinnig gewordenen Karl-Lauterbachs vollkommen in sich zusammenbricht, wenn man mal die Fakten näher anschaut, das belege ich in diesem wichtigen Beitrag. Deswegen schaut ihn euch unbedingt bis zum Ende an. Viele Bürger in Deutschland haben wirklich auf Freiheit gehofft. Viele Bürger haben gehofft, dass wir bald unsere Freiheit zurückbekommen. Und es hätte man auch meinen können, wenn man die öffentliche Debatte verfolgt hat, wo es ja dauernd darum ging, wird es einen Freedom Day geben oder nicht? Es wurde medial immer wieder debattiert. Einige Politiker haben sich diesbezüglich geäußert und einer hat sich da auch geäußert, das war Karl Lauterbach. Der erklärte nämlich den Freedom Day in Dänemark für gescheitert. Und das ist schon ein Ding, weil wie kann er das bitte beurteilen? Ich sage jetzt aus meiner Sicht heraus, Dänemark hat genau richtig gehandelt, denn irgendwann muss man einfach zum normalen Leben zurückkehren. Karl Lauterbach allerdings meinte, der Freedom Day in Dänemark wäre gescheitert und so wie es jetzt aussieht, setzt sich wieder die Karl Lauterbach-Panik in Deutschland durch. Man möchte es eigentlich gar nicht wahrhaben, aber irgendwie brechen gerade alle wieder die gleiche Panik aus, wie es noch im letzten Herbst, wie es noch im letzten Winter präsent gewesen ist, dieses Gefühl, wir alle kennen es noch und inzwischen kann gar nichts mehr ausgeschlossen werden. Also härtere Einschränkungen sind auf jeden Fall geplant und vor allem merkt man eine Sache, aufgrund der steigenden Impfdurchbruchszahl ist die Panik auch was die Impfung angeht jetzt mittlerweile bei den Gesundheitsministern angekommen und da ist die große Debatte. Braucht man jetzt die Booster-Impfung oder braucht man sie nicht? Und sowohl Karl Lauterbach als auch Jens Spahn, also der jetzige Gesundheitsminister und der eventuelle neue Lauterbach, die wollen beide, dass die Impfzentren wieder aufgemacht werden, weil die Deutschen jetzt boostern gehen sollen. Und das ist schon mal der erste große Irrtum, wo man sagen kann, wie konnte die Regierung so falsch liegen? Es hieß doch eigentlich, wenn alle doppelt geimpft sind, dann gäbe es die Freiheit zurück. Und jetzt macht man schon Druck für die nächste Impfung, die würden zu schleppend vorangehen. Also das kann man sich doch eigentlich gar nicht mehr ausdenken. Und wie gesagt, es wirkt so, als hätte sich ein gewisser Karl Lauterbach mal wieder durchgesetzt, was die Politik in Deutschland angeht, als würden alle wieder in denselben Panikschritt zurückfallen. Und das hat man auch gesehen im TV. Da war ja zusammen mit Sarah Wagenknecht, viele haben die Sendung wahrscheinlich schon gesehen. Und da gab es ja einen offenen Schlagabtausch, wo Sarah Wagenknecht wirklich sehr intelligent argumentiert hat. Sie meinte ja, das Impfen wäre eine freie Entscheidung. Und vor allem sie selbst als Ungeimpfte, sie hat ja auch gemeint, sie würde damit gar nicht irgendwie hausieren gehen. Sie würde es gar nicht an die große Glocke hängen. Vielmehr wäre das so, dass wirklich die Gesellschaft einen drangsalieren würde und so lange nach dem Impfstatus fragt, bis man eben sagt, okay, man ist ungeimpft aus dem und dem Grund und dann wird man massakriert. Und das ist eigentlich eine Argumentation, die zerlegt Karl Lauterbach völlig. Und das weiß er auch, weil er hat ja eben immer gesagt, er selber wäre auch gegen einen Impfzwang. Und wenn er bei dieser Linie bleiben würde, müsste er Sarah Wagenknecht eigentlich recht geben. Aber Karl Lauterbach hat irgendwie vollkommen die Nerven verloren. Der meinte dann wirklich, und das ist wirklich ironisch, zu Sarah Wagenknecht, sie würde Unsinn erzählen. Und das muss man sich mal vorstellen. Karl Lauterbach, der sagte, die Ungeimpften, die wären bald alle entweder genesen oder verstorben, der wirft anderen Leuten vor, sie würden Unsinn erzählen. Also dümmer geht es wirklich nicht. Er hat praktisch den Michael Wendler der Gegenseite gegeben nach dem Motto, bald seid ihr alle tot. Und das soll jetzt derjenige sein, der anderen vorwerfen darf, Unsinn zu erzählen. Wenn man das Konstrukt Karl Lauterbach mal medial näher beleuchtet, dieser Mann bricht sofort zusammen, da ist gar keine Substanz dahinter. Aber wenn ein Karl Lauterbach doch angeblich anderen Menschen vorwerfen kann, Unsinn zu erzählen, dann hat er doch sicherlich die richtigen Lösungen für Deutschland. Oder? Naja, lesen wir einfach mal rein, was er selbst auf Twitter schreibt. Da hat er nämlich retweetet, was er bei Anne Will sagte. Was sind denn die Möglichkeiten, die wir überhaupt noch haben? 2G ist das eine und zum zweiten eben Boosterimpfungen so schnell wie geht.
Also, wo soll man da anfangen? Die Lösung ist also eine 2G-Gesellschaft, also eine Spaltung der Gesellschaft, wo Ungeimpfte wirklich komplett ausgegrenzt werden, wo sie selbst mit Tests nirgendwo reinkommen, obwohl ein Test ja locker ausreichen müsste, wenn es wirklich hier nach Infektionsgeschehen gehen würde, nach solchen medizinischen Gründen. Da sieht man doch ganz klar, die Lösung von Karl Lauterbach ist keine Lösung. Was soll es für eine Lösung sein, dass man sagt, wir grenzen jetzt Millionen Menschen einfach mal von heute auf morgen aus dem gesellschaftlichen Zusammenleben aus? Das ist keine Lösung. Was soll da schon schiefgehen, ja? Was soll da schon schiefgehen, könnte man sich denken, wenn man wirklich Millionen Menschen ihre Grundrechte wegnimmt, das werden die sich bestimmt alle so gefallen lassen. Und das nächste, die Boosterimpfungen. Die sind also die Hoffnung, auf die wir alle setzen müssen. Nun, diese Haltung, die ist auch medial ziemlich verbreitet. Auch die Zeit hat schon einen Artikel veröffentlicht, wo es darum ging, die Menschen zur Boosterimpfung zu ermutigen. Und auch da muss man wieder ganz klar sagen, was ist denn das jetzt eigentlich für eine Logik? Wir erleben also immer mehr Impfdurchbrüche und es ist ja nach wie vor die freie Entscheidung. Jeder, der diesen Booster möchte, kann ja jetzt immer noch sagen, ich gehe da hin und hol mir den. Das verbietet einem ja niemand. Aber wie kann es sein, dass der Staat jetzt schon wieder meint, die Menschen schon wieder dazu zu nötigen, beziehungsweise moralischen Druck auszuüben, dass es jetzt so wichtig wäre, das zu machen? Also wie oft will der Staat eigentlich noch hergehen und moralischen Druck auf den Bürger ausüben und sagen, du musst es jetzt machen, das ist deine Bürgerpflicht, das ist wichtig, nur damit können wir stoppen. Und die wichtigste Frage, wie oft soll das eigentlich noch so gehen? Kommt dann in 6 Monaten der Booster vom Booster oder der Doppelbooster oder wie geht es weiter? Früher hätte ja auch keiner gedacht, dass es noch so weit kommen würde, dass man überhaupt eine Drittimpfung empfiehlt. Also ist die Frage ja erlaubt, dass man ganz klar sagt, wann hört denn das Ganze auf? Auch hier wieder, die Lösungen von Karl Lauterbach sind keine Lösungen. Dieses ganze Konstrukt Karl Lauterbach bricht wirklich zusammen. Es ist reinste Panikmache, es ist reinste Angstmache und vor allem, das endet nie. Wenn wir auf diesen Mann hören, dann sind wir nächstes Jahr um diese Zeit immer noch irgendwie eingeschränkt, immer noch irgendwie unfrei oder vielleicht sogar wieder im totalen Lockdown. Kommen wir nun aber zum wichtigsten Aspekt dieses journalistischen Beitrages. Dieses Video mache ich aus einem Grund. Ich möchte wirklich aufzeigen, dass, wenn wir so weitermachen, dieser Wahnsinn nie enden wird. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung Leuten wie Karl Lauterbach hinterherläuft, dann ist wirklich alles verloren. Die Menschen müssen sich von solchen Menschen abwenden. Die Menschen müssen vor allem erkennen, dass es ganz viele Länder auf der ganzen Welt gibt, wo man wirklich sagen kann, da hat man wirklich Vernunft, da hat man gesunden Menschenverstand. Warum nicht in Deutschland? Zu nennen wäre hier zum Beispiel Großbritannien. Die hatten hier ihren Freedom Day schon längst. So nennen wir ja auch Dänemark, die ihren Freedom Day hatten. Schweden hatte überhaupt nie harte Corona-Maßnahmen. Das sind alles moderne, das sind fortschrittliche Länder. Das sind auch nicht irgendwelche verrückten Länder oder Länder, wo irgendwie dritte Weltregierungen an der Macht wären, die eh keine Ahnung haben, könnte man sagen. Das sind wirklich Länder, die hat man sich immer als Vorbild genommen, zum Beispiel bei der Bildungspolitik. Aber jetzt, wenn es um Corona geht, dann will man auf einmal so einen deutschen Sonderweg gehen, den es wirklich nur in ein paar anderen Ländern auch so radikal gibt. Also Deutschland will unbedingt den Kurs der Unfreiheit und das kann mal sagen, die Ampelregierung, die jetzt kurz bevorsteht, die sich wahrscheinlich formieren wird, die wird diesen Kurs der Unfreiheit weiterführen. Wir lesen hier mal bei NTV rein, was passieren könnte. Da hat ein Mathematiker gesagt, es wird zurück in den Lockdown gehen. Land auf, Land ab. Werden mitten in der 4. Welle Corona-Maßnahmen eher gelockert als verschärft? Mathematikprofessor Christian Schneider berechnet in einem Modell den wahrscheinlichen weiteren Verlauf der Pandemie und warnt, sie dürfte erst zur Hälfte überstanden sein. Also nochmal, der Mann ist Mathematiker, ich gehe mal davon aus, dass er weiß, wovon er spricht. Es ist natürlich nicht sicher, dass es wieder einen Lockdown geben wird, aber wenn das hier schon wieder medial diskutiert wird, dann sollten wirklich bei allen Menschen die Alarmglocken schrillen. Und deswegen meine Bitte an euch Leute, teilt diesen Beitrag hier überall. Die Menschen müssen wirklich erkennen, dass Freiheit die einzige Antwort sein kann und dass es nicht sein kann, dass Menschen wie Karl Lauterbach noch ewig diese Panikmache weiter aufrechterhalten. Weil es ist ja so, er sagt es und es wird umgesetzt. Dieser ganze Kurs, diese ganze Republik ist wirklich vom Karl-Lauterbach-Virus, könnte man ironisch sagen, befallen. Und das ist ein Problem, das löst sich erst, wenn solche Menschen eben nichts mehr zu sagen haben, wenn sich die Bevölkerung demokratisch für Freiheit entscheidet. Ich möchte zum Schluss auch ganz persönlich anmerken, das nimmt mich als freien Journalisten auch sehr mit, wenn ich sehe, was mit den Menschen in meinem Umfeld passiert, was man da so erzählt bekommt, was man mitbekommt, auch was jetzt in Betrieben passiert, dass da zum Teil in Kantinen wirklich die Menschen aufgespalten werden, in Geimpfte und Ungeimpfte, die dürfen dann nicht mehr nebeneinander sitzen. Also das sind schon wirklich richtig groteske Züge an. Und da muss sich doch jeder die Frage stellen, wollen wir eigentlich, dass unsere Gesellschaft sich in diese Richtung entwickelt? Wollen wir eigentlich, dass die Menschen, die dieses Panikorchester hier wirklich vorantreiben, die auch die immer größer werdende totalitäre Gesellschaft vorantreiben, also weg
vom Freiheitlichen hin zum staatlichen Zwang, da kann man doch ganz klar sagen, da muss man doch widersprechen. Und ich sehe es als freier Journalist doch geradezu als meine Pflicht an, da zu widersprechen. Deswegen mache ich auch immer weiter mit Beiträgen wie diesen. Und ich sage wirklich Danke von Herzen an euch alle, weil ihr steht immer hinter mir, ihr kommentiert diese Videos immer, ihr teilt sie immer und das ist nicht selbstverständlich. Genauso wenig ist es selbstverständlich, dass ihr meine journalistische Arbeit immer freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich euch im Video ein und sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich danke wirklich jedem Einzelnen von euch, der meine Arbeit unterstützt, weil nur wegen euch kann ich überhaupt hier so frei und so unabhängig arbeiten, völlig frei von irgendwelchen Medienkonzernen oder irgendwelchen Politikermeinungen. Das ist auch was sehr Tolles, deswegen danke an euch alle. Zum Schluss dieses Videos noch eine letzte Bitte. Ich weiß, dass sehr viele Menschen diesen Kanal gerne schauen, aber ihn noch nicht abonniert haben. Macht das doch einfach jetzt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das kostet nämlich überhaupt nichts und es hilft diesem Kanal sehr, weiter zu wachsen, weil YouTube die Videos dann mehr vorschlägt. Gleiches gilt auch, selbst wenn ihr abonniert habt, könnt ihr immer noch die Glocke aktivieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Ich freue mich auf euch, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.